Berliner 29-Euro-Ticket startet. In Berlin geht heute das 29-Euro-Ticket an den Start. Es gilt für Busse und Bahnen sowie BVG-Fähren innerhalb des Tarifgebietes AB, also bis zur Stadtgrenze. Das 29-Euro-Ticket kann nur als Jahresabo erworben werden. Der Fahrschein soll eine günstige Alternative zum bundesweit gültigen Deutschland-Ticket sein, das 49 Euro im Monat kostet. Laut Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg haben schon 165.000 Menschen das 29-Euro-Ticket gekauft. Wegen der angespannten Haushaltslage in Berlin steht der Fahrschein in der Kritik.